Im innerstädtischen B93-Tunnel finden derzeit Wartungsarbeiten und turnusmäßige Prüfungen der technischen Anlagen statt. Vor genau 10 Jahren war an dieser Stelle eine riesige Baugrube und die Tunnelröhre noch Zukunftsmusik. Am 8. November 2006 wurde der Grundstein gelegt. Lückenschluss B93 mit Ausbildung eines Hochufers an der Ostseite des Dr. Friedrich-Rings lautete die amtliche Bezeichnung der Baumaßnahme, die gut 25 Millionen Euro gekostet hat. Auch wenn einige Mitglieder des Knappenchores schon in tiefere Gruben eingefahren sind, die Baugrube des künftigen B93-Tunnels hatte heute natürlich auch ihren Reiz. Denn dort wurde der Grundstein für das Millionenprojekt gelegt, das neben dem vierspurigen Ausbau der B93 in diesem Bereich auch den Hochwasserschutz und den Lärmschutz verbessern soll. Ein Projekt, das für Zwickaus Oberbürgermeister Dietmar Vettermann auch zukunftsweisende Bedeutung hat. Ich glaube aber, spätere Generationen werden uns einmal danken, dass wir diese Investition zu dieser Zeit, wo es finanziell möglich war, in Angriff genommen haben, weil damit die Innenstadt Zwickau einen ganz besonderen Anziehungspunkt weiterhin erhält, nämlich die Erlebbarmachung der Mulde. Wir durchbrechen faktisch eine Grenze, sprichwörtlich, die wir bisher hatten, denn der Zwickauer lebte mit der Mulde nur dahingehend, dass sie eine Gefahr für die Stadt darstellen könnte. Und jetzt wollen wir sie für eine ganz andere Interessenslage erlebbar machen. Für die Grundsteinlegung war heute auch Sachsens Umweltminister Tillich nach Zwickau gereist. Für den Freistaat Sachsen sei die Baumaßnahme an der B93 ein wichtiges Projekt, das zudem mit seiner Kombination von Straßenbau und Hochwasserschutz richtungsweisend auch für andere Städte in Sachsen sei. Zwickau ist eine wichtige Industrieregion im Freistaat Sachsen und letztendlich geht es hier mit dieser Hochwasserschutzmaßnahme und der Verkehrsinfrastrukturmaßnahme ein Paket, welches dazu beitragen soll, dass eben ein Lückenschluss der B93 erfolgt, damit letztendlich Unternehmen und Bürger zügiger diese Straße benutzen können und gleichzeitig den großen Innenstadtbereich von Zwickau vor dem Hochwasser zu schützen, vor einem 100-jährigen Hochwasser. Das ist ein gemeinsames Anliegen gewesen, welches wir hier realisieren. Mit dem Tunnel, der gleichzeitig als dauerhafte Hochwasserschutzanlage fungiert, gewinnt Zwickau nach Aussage des Ministers ein großes Stück Sicherheit und soll damit künftig vor möglichen Jahrhunderthochwassern geschützt werden. Zuletzt war Zwickau 1954 durch die Mulde überschwemmt worden. Nachdem auch im Bereich der Paradiesbrücke ein Dammstück dem Druck der Wassermassen der Mulde nicht mehr standgehalten hatte, wurde die Zwickauer Innenstadt überschwemmt. Sämtliche Straßen verwandelten sich damals in Wasserkanäle, Keller und Wohnungen füllten sich mit Wasser. Tausende Helfer waren damals im Einsatz, die Beseitigung der Hochwasserschäden dauerte Monate. Die damals erbauten Deiche konnten die Stadt zwar 2002 vor dem Hochwasser schützen, waren aber danach in ihrer Standfestigkeit beeinträchtigt. Der künftige B93-Tunnel löst in diesem Bereich das Problem. 4,8 Millionen Euro gibt der Freistaat für den Hochwasserschutz am Bau des B93-Tunnels aus. Ende nächsten Jahres soll der B93-Tunnel fertig sein. Die Gesamtkosten belaufen sich auf rund 29 Millionen Euro.